Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Nikola, bist du so gut? Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu unserer Sendung, die sich mit dem alten Zweibrücken befasst. Und dieses Mal, Frau Bersdorf? Ja, dieses Mal ist also eine besondere Sendung. Wir wollen noch einmal die Schrecknisse des 14. März 1945 an uns vorüberziehen lassen. Und ich muss sagen, am Tag, 14. März, egal welches Jahr, berührt es mich immer. Nachdem ich ja das alles miterlebt habe. Und ich habe gestern Abend auch mit der Frau König noch gesprochen, Marianne Langhauser, und sie hat gesagt, ihr geht es genauso. Sie ist also am 14. März innerlich immer noch unruhig. Es war ja nicht nur ein schrecklicher Bombenangriff, sondern das alte Zweibrücken wurde ausgelöscht, völlig ausgelöscht. Die alte Herzogstadt hat damit aufgehört zu existieren. Und das ist das, was mir halt doch noch sehr nahe geht. Diese alte Stadt, ich habe sie immer noch in der Erinnerung, ich kann mich davon nicht lösen. Und vielleicht sind wir insofern auch ein bisschen das schlechte Gewissen, wo darauf hinweisen soll, was da geschehen ist. Ja. Denn man sollte es auch sagen dürfen, dass was da passiert ist, auch auf deutscher Seite, in unserer Heimat hier. Ja, und da freue ich mich schon drauf auf die Bilder, Frau Bersdorf. Ja, und wir wollen es heute einmal ein bisschen anders machen wie sonst. Wir stellen uns vor, wir gehen um 6 Uhr, also 14. März 1945, gehen wir noch einmal um 6 Uhr durch die alten Straßen. Es sind natürlich Bilder, die nicht am 14. März 1945 aufgenommen worden sind, sondern Bilder, die also schon ein bisschen paar Jahre älter sind, aber wir gehen durch diese alte Stadt, durch die alten Straßen, die zwar oben um die Alexanderkirche einige Schäden schon aufzuweisen hatten und Schloss war auch schon ausgebrannt vom 17. Januar her, aber wir sind es war immer noch die alte Stadt, genau, trotz einiger Schäden. Es war also unsere Stadt noch und stellen wir uns vor, wir gehen also um 6 Uhr durch die Stadt. Tatsächlich bin ich kurz nach 6 durch die Stadt gegangen am 14. März und zwar mit Ruth Zaun, die letzte Frau Lang. Wir waren ja in der Lammstraße eingesetzt und um 6 Uhr war unser Dienst zu Ende. Und so gingen wir also um 6 Uhr aus der Lammstraße fort nach Hause. Die Ruth ging in die Hilgertstraße, die dort wohnte. Ich ging in die Hovenfeldstraße, nicht ahnend, dass die Flugzeuge schon auf dem Weg waren und das Verderben über uns zu bringen. Ich habe ein Buch vom Herrn Lauer gelesen, er hat das ja wunderbar dokumentiert. Ja, die Gelegenheit kann man schon mal darauf hinweisen, ja, wen das interessiert, die Zerstörung von Zweibrücken. Also ist wirklich lesenswert. Mit einmaligen Bildern, auch mit Bildern praktisch aus den Bombern heraus, aus den Beobachtungsflugzeugen. Ja. Und das war eine unheimliche Arbeit, das aus Kanada oder aus England zu bekommen. Und der Herr Lauer schreibt also, zwischen 5:30 und 6:30 sind diese Bomberflugzeuge in England von den verschiedenen Flugplätzen aufgestiegen, um eben das Verderben über uns zu bringen. Und ich denke noch an die Ruth Zaun, wir haben es an Gastwirtschaft drum dann immer verabschiedet, sie ging heim, ich heim, und also dann bis morgen, es gab kein Morgen mehr, nicht für einige unserer Kameraden in der Lammstraße nicht mehr und für unsere Stadt schon gar nicht mehr. Ja. Es gab kein Morgen mehr, die Stadt war tot, war gestorben. Ja, war das Ziel Zweibrücken, so wie das Buch auch lautet. Und wollen wir uns also auf den Weg machen durch unsere alte Stadt nochmal? Wie gesagt, denken wir, es ist 6 Uhr am 14. März 1945. Wir beginnen unseren Weg am Hallplatz. Der Herr Lauer ist so gut und zeigt die einzelnen Bilder und ich werde sie ein bisschen kommentieren. Ja. Das ist also das schöne Hallplatzbild. Wir sehen gegenüber das Bärengästchen, rechts die Drogerie Könitzer. Das ist die Herzogbrücke, Gastwirtschaft zur Herzogbrücke. An der Herzogbrücke eben Richtung Herzogvorstadt zu. Ja. Das ist noch einmal die Drogerie Könitzer am Bärengästchen. Nebendran war die Metzgerei Hien. Und das ist also die rechte Seite vom Hallplatz, das war das Gasthaus, die schöne Aussicht.
Und das ist neben der schönen Aussicht. Das eine der beiden Häuser ist Lederwaren Rössler. Das ist noch einmal ein Bild vom Hallplatz. Da war dieser Durchgang schon in die Hauptstraße hinein. Das ist jetzt ein Bild der oberen Hauptstraße. Aber wir haben auch Bilder der unteren. Ah, jetzt kommen wir noch ins braune Gästchen. Das ist dort, wo Optiker Richberg heute ist. Das Gästchen ging also in die Karlstraße. Und hier sieht man es gut. Wissen Sie warum, dass man überhaupt die Gästchen, die hat man also nicht gerade durchgebaut, sondern immer im Winkel. Da habe ich mich mal dafür interessiert. Und da hieß es, man hat sie deswegen im Winkel gebaut, wenn also, dass der Wind nicht so durchfegen konnte, ja. Dass der sich gebrochen hat. Das ist interessant. Gell? Die Alten haben schon gewusst, wie sie es machen. Ja. Die brauchten keinen Kompromiss, ja. Die haben es ausprobiert. Hier, das ist das Mühlgässchen mit der Schlossmühle hinten. Das ist die Löwenapotheke an der Löwengasse. Das ist das Stadtbrunnengässchen. Sieht schon ein bisschen mit der dreifußischen Mühle. Ja, vielleicht können Sie gerade sagen, wo das war, also wo das heute wäre. Herr Lauer, etwas schräg gegenüber Einmündung Ritterstraße. Ja. Ich habe Schwierigkeiten, mir jetzt, wenn ich das Bild sehe, mir das neue Bild vorzustellen. Ja, ja, obwohl ich das ja viel kürzer gesehen habe in meiner Jugend, als wie die heutige Hauptstraße. Und trotzdem ist das alles bei mir viel lebendiger. Ja, und mir geht es ähnlich. Ich kenne die alten Geschäfte von der alten Hauptstraße besser als die neuen. Gell, sehen Sie. Die wechseln ja laut. Und das ist es. Geht es also vom Stadtbrunnengässchen im Kleinen ins Mühlgässchen, wo wir schon gesagt haben, wo so ganz schmal war, dass G2 aneinander vorbeigekommen sind. Ja. Ist auch links das Haus Dreifuß und rechts die Mühle am Wasser. Also rechts hinter dem Haus wäre jetzt das Wasser, der Mühlgraben. Ja. Also wo heute der Dehlen ist, das Obstgeschäft, dort war früher ein kleiner Platz, das war der kleine Rathausplatz und dort ist auch reingegangen zum Stadtbrunnen und dann ist man durchgekommen und hinten zu diesem Gästchen. Herr Lauer, der kleine Rathausplatz ist nicht identisch mit dem Stadtbrunnen Gästchen. Da war noch einmal ein Haus dazwischen. Das ist also wieder Hauptstraße. Links das große Haus dürfte Spielwarenbruch sein. Nebendran, aber ja, dann nebendran ist Bruch. Wieder, da dürft's in die Sonnengasse reingehen. Ja, das ist die Sonnenapotheke. Ja. Und das Haus mit dem abgekappten Giebel, das ist Adler, Hotel Adler. Ja, richtig. Und ganz unten sieht man in der Mitte das Türmchen von Stoffel. Ja, richtig, ja. Ich glaube, wir können sogar ein bisschen langsamer machen. Und das ist nochmal das Bild von oberer Hauptstraße, rechts das Giebelhaus, das ist Café Fuchs. Ja, das weiße Giebelhaus, genau. Ja. Café Fuchs wäre heute ungefähr, wo Rohrbacher ist. Ja, so ungefähr. Ungefähr. Ich meine, die genauen Grundstücke sind eher, so ganz liegen. Wieder ein Teil der Hauptstraße. Das müsste jetzt nach oben sein, gell? Oder wie? Ich muss mal die Brille aufziehen, Herr Lauer. Vermutlich ist das von der Poststraße nach oben. Ja, das von der Poststraße nach oben, richtig. Ja, das Haus links mit dem Hochgiebel ist Café Luitpold. Ja, genau, genau. Das war neben Café Fuchs. Ich glaube, zwischendrin ist die Tränkgasse reingegangen. Ne? Da war die Tränkgasse neben Café Luitpold. Ja, und das ist jetzt von ungefähr vom Café Luitpold nach unten wieder. Nach unten, ja. Aber interessant, das muss ein ganz altes Foto sein, denn man sieht bei Stoffel das Türmchen nicht. Ja, da scheinbar war das Haus noch gar nicht, gar nicht gebaut. Das ist, Sieht auch ziemlich alt aus, die Straße hier. Ah, und jetzt gehen wir, waren am Stadtbrunnengässchen, ich habe gesagt Ritterstraße. Ja. Gehen wir in die Ritterstraße hinein. Der ist auf dem alten Bild, ist jetzt noch die Synagoge, die ja damals im 14. März nicht mehr gestanden hat. Die ist ja 38, ist ja abgebrannt. Aber gegenüber das große Haus, das dreistöckige, das ist der Goldene Stiefel. Diese große Gastwirtschaft, ja. Und hinten am Ende der Straße, über die Kaiserstraße rüber, ist die Luitpoldschule. Ah ja.
Die große Luitpoldschule, die sehen wir nachher nochmal von der anderen Richtung. Wo heute ungefähr Weimann ist und die Blöcke von der Gemeinnützigen. Die Blöcke von der Gemeinnützigen, die sind da vorne dran, ja. Die sind da vorne dran. Und das hier, rechts der Baum, der ist in der Nähe von der Karlskirche, und das langgestreckte, kleinere Haus, das war ein Hutgeschäft, das Hutgeschäft der Anna Jost Vollkammer. Ah ja. Ja. Das wäre heute ungefähr, wo der Dr. Fach war. Ja, genau. Ach, und das ist das und jetzt Gästchen, das ist das so gerne ja, von der Ritterstraße aus ging es ja ins Alexandergässchen. Ja. Und das ist also dieser herrliche Bogen durch das Haus durch. Ja, hier, das ist die Sicht in Richtung Rittergasse, ne? Also von der Alexanderskirche. Kirche, richtig, ja, richtig. Das ist auf das die Alexanderkirche zu. Das ist die andere Seite von diesem Gästchen. Das sieht man auf die Alexanderskirche. Ja, und wie nah die Häuser an die Alexanderkirche gebaut waren, ne? Wahrscheinlich. Und das ist jetzt um die Alexanderkirche rum, das ist heute von Rosenstraße. Ah ja. Ah, das ist der Turm, wissen Sie, der ja eingezeichnet ist. Ah ja, wo? In der Straße, ja. Das sind die Häuser standen, also dort, wo heute von Rosenstraße ist. Wo auf dem Bürgersteig die unten. Das ist die andere Seite auch wieder. Und nochmal der Turm? Der Turm, ja. Dasselbe. Und das ist von der von Rosenstraße in Richtung Alexanderskirche fotografiert, ungefähr. Ungefähr, also ja. Das müsste etwas weiter weg sein. Das ist etwa von den Gebäuden von vom Krankenhaus. Ja, ja. Oder vielleicht noch weiter zurück. Ne? Denn die Straße ist ja heute frei und die war ja damals, waren die Häuser gebaut. Ja, da muss man auch sagen, die von Rosenstraße gab es damals gar nicht. Gab es nicht, nein. Das ist von der anderen Seite jetzt Waldstraße Richtung Karlskirche. Wir sind ja im Stadtzentrum. Turm, ne? Ja, Stadtzentrum, das eben ausgelöscht wurde. Ja, ja. Die Gärten. Es gibt ja dort hinter diesen Häusern noch einige Gärten bei Faust und Wendel zum Beispiel. Genau. Oder bei Herr Völlmer. Die Gärten zogen sich ja bis da drunter. Ja. Auch. Ungefähr, wo der Turm ist, fängt der Parkplatz an, rechts, wo der Bau. Das sind die Rückseite der Häuser von der Karlstraße Richtung Waldstraße zu. Mal dasselbe Bild, nur etwas ein bisschen anders. Ja. Und das ist jetzt immer nochmal in der Ritterstraße von der Kaiserstraße her. Mhm. Und nochmal links die Synagoge hinter dem Haus. Und rechts das große wieder der Golden Stiefel. Ah ja. Das ist also von der Kaiserstraße in Richtung Hauptstraße fotografiert. Ja, richtig. Also die Ritterstraße in Richtung Hauptstraße. Und das ist nochmal die Rückseite von der Karlstraße. Ja, hier sieht man, dass der Turm mehr in den Häusern angesetzt war. Auf den anderen Bildern meint man, er wäre an der Karlskirche angebaut. Nee, der war in den Häusern. Ja, an den Häusern. Das ist nochmal ein herrliches Bild von der Alexanderskirche. Schöne Turm nochmal. Turm im toskanischen Stil. Ja, nochmal der Turm. Es war irgendwie romantisch damals. Ach, sehr. Aber auch vielleicht nur, wenn man nicht drin wohnen musste in diesen Häusern. Ne? Und das ist jetzt nochmal die Luitpoldschule. Von der Luitpoldstraße aus gesehen, Richtung, der Turm ist die Alexanderkirche, Richtung Kaiserstraße. Also, in der Ecke jetzt Weinmann. Ja, Weinmann und diese Blöcks, gemeinnützige Blöcks. Sieht man, was das ein Riesengebäude war. Ja. Und nachher werden wir die Trümmer sehen, was davon noch übrig geblieben ist. Und das ist auch nochmal praktisch vom Turm der. Bisschen schärfer, Herr Lauer. Vom Dach der Luitpoldschule aufgenommen Richtung Stadt. Synagoge. Aber wie gesagt, das war also nicht mehr am 14. März dieses vier Bild. Vier Türme? Ja, sondern das ist ein Bild von. Und links der Turm von der Karlskirche. Vorne das Gebäude links war die spätere Krankenkasse. Ah, und das mit dem Türmchen ist das heutige Bonhoefferhaus? Ja. Ja, war nach dem Krieg die Krankenkasse dann. So, das weiß ich jetzt nicht so. Und jetzt gehen wir schon an die Alexanderkirche. Da sehen wir also diese. Links die schönen Häuser, da war also Mina Ambos, Elternhaus von Frau Althoff. Und Foto Entmann war dort. Und schon das neue Kaufhaus Brill. Ja. Was früher Gastwirtschaft Schwanen war. Ja. Rechts die Gambrinus-Halle, beziehungsweise Kaufhaus Ruf war es auch mal.
Und rechts war das Hutgeschäft Geschwister Hoffmann, an der Ecke, ja. War auch mal Kaufhaus Ruf. Das weiß ich jetzt nicht. Und auch mal Gambrinushall. Das nochmal. Ah ja, das herrliche Wasserhäuschen, Germans Wasserhäuschen, richtig. Das letzte stand übrigens am Buchenhauser Bahnübergang, wo heute der Öldeal diese Tanks steht. Ja. Das war letztens zwei drin. Wie gesagt, die Häuser, die sind ja zum Teil schon am 7. Januar ausgebrannt, um die Alexanderkirche rum. Ja. Auch links, auch der Ratskeller, den wir gleich sehen werden. Ja. Das ist noch einmal vom Alexanderplatz, die Hauptstraße runter. Ja, einen dieser Blick, Häuser, ja. Endmann oder so, ja, in eben Richtung Hauptstraße. Sieht man noch die Pferdefuhrwerke. Fuhrwerke, Herr Reiskirchen. Kann man es ein bisschen schärfer machen? Nein, schärfer geht es nicht mehr. Sogar auch Kühe, ja? Ein Bild, das zeigt auch wieder etwa den gleichen Standpunkt, aber jetzt Richtung Schloss. Richtung Schloss, ja. Richtung Schloss, ja. Ja, liebe Zuschauer, da sieht man mal, wie schmal diese Front war, die heute links Hussel, in der Mitte Rottmann und rechts dann Wälder. Damals waren es nur zwei Häuser. Das rechte wäre also heute Rottmann. Und Wälder, das ist praktisch nur auf dem Platz schon gebaut. Ja, deshalb ist die Einfahrt heute so schmal. So schmal, und genau. Ziemlich breit. Ja. Und das ist alte Archiv am Schlossplatz. Nebendran ist sogenannte Wiehäuschen, Stadtwaage. Ja. Oder Zweibrücker Käse hat es auch mal geheißen, das kleine Häuschen. Ja, in dem Groß ist heute die Post. Ja, und das Interessante ist, man hat das Gebäude in ähnlicher Höhe wieder aufgebaut wie damals, um den Platz, also so ein bisschen, die Art zu wahren. Ja, von Sundal erbaut, 1747. Interessant. Muss ich auch nicht auswendig jetzt. Und 1945 zerstört, also knapp 200 Jahre alt. War auch Haus von Zweibrücken? Das weiß ich nicht. Doch gleich 33. Bis 38, bis dann Fruchtbahnstraße war. Und das jetzt rechts Ratskeller, der war auch schon ausgebrannt, vom 7. Januar. Ja. Und nebendran das Rathaus und der dunkle Fleck ist also die Einfahrt hinten in den Hof zu unserem herrlichen Hoftheater weil es im Hof stand. Weil es vom Hof aus zugänglich war. Ja. Ja, manche meinen, das hätte was mit dem herzlichen Hof zu tun. Es ist auch mehr. Anschließend dann die Fruchthalle, ne? Es war ja an für sich auch, hat man mehr Stadttheater gesagt, aber scherzhaft eben Hoftheater, weil es im Hof stand. Ja, offiziell war es Stadttheater. Das noch einmal, das sieht man noch einmal, die Einfahrt, der Durchgang, Auf der linken Seite von dem Giebelbau. Ja, genau. Rechts wieder der Ratskeller. Und links waren dann die Verwaltungszimmer. Ja, schon. Jetzt sind wir erst noch im Hoftheater. Ja, so sah das aus von außen. Es war einfach sich gemütliche Ecke da hinten. Sicher. Im Rücken von uns jetzt wäre dann auch das Archiv, beziehungsweise das Heimatmuseum. Das war dort hinten in der Ecke. Das Heimatmuseum war rechts von der Alexanderkirche. Ja, das dürfte so. Jetzt sehen wir die ganze Front noch einmal. Ja. Also oben dann die Fruchthalle, das letzte. Ganz oben, Ja, und das war die Einfahrt zur Fruchthalle? Richtig, ja. Ein Gang auch oben. Waren ja schöne Säle. Ja. Festsäle. Das Bild sehen wir, glaube ich, noch einmal. Ich habe noch aus einer anderen Perspektive ein Bild. Jetzt gucken wir auf die andere Seite. Rechts ist also wieder der Ratskeller ins Rathaus. Dann die herrliche Häuserzeile. Ja. Auf der anderen Seite Brünnisholz, Ziolina war damals Möbelgeschäft, dann Rathauslichtspiele, Raffinerie Schreiner. Genau, ja. Und dann weiter rauf, dann Stemmler. Am Eck war Stemmler. Und dann ganz oben sieht man dann Leiner. Kappemacher Leiner, ist ein gutes Geschäft gehabt dann, Schwiegereltern von Ahrens, Kammerlichtspiele. Ja. Und die Rest nochmal liegen. Ja. Das Rathaus. Mhm. Schönes Bild. Und jetzt eben von der Häuserzeile, die schöne, gucken wir jetzt runter, wieder aufs Archiv, aufs Wiehäuschen. Und links wieder das Rathaus, die Amtsstuben und die Fruchthalle. Also ungefähr von der Kreuzung ehemalig Sinn. Ja, also von steht dann rüber Kappemacher Leiner, das guckt man, so ein bisschen schräg. Also heute die Kreissparkasse. Ja, Kreissparkasse, genau. Und das ist nochmal. Aus den 30er Jahren. Ja, das ist rechts, das war Schuhhaus Schneider, dieses große Gebäude.
Links wie das Archiv, das ist jetzt nicht so gut zu erkennen. Aber man sieht das große Gebäude. Ja, aber Herr Oeskön, wenn Sie mal links das Schild nehmen, das ist das alte Werbezeichen, Stadtwerbezeichen, nach einem Entwurf von Sepp Seemahr. Ah, hier, ja, ja. Das wurde 1934 entwickelt und war bis vor 10 Jahren als ein OB gemeint hat, er müsste das durch Zorro ersetzen. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, dieser Gang durch das alte Zweibrücken weckt zumindest bei den Älteren doch manche Erinnerungen. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich bin dann jedes Mal so sehr berührt, wenn ich die alten Straßen sehe. So, da bin ich wieder. Ja, prima. Das ist jetzt schon die Maxstraße. Oben. Ah ja, das helle Haus, links ist wäre Schulitz. Ja. Rechts wäre der Kronprinzen. Ja, ganz das Eckhaus, oben, eher. Ganz oben dann das Finanzamt. Eher, ja. Ah ja. Ja, liebe Zuschauer, manchmal muss man sich sortieren, um das alles nochmal zu rekonstruieren. Ja, also ich kenne einen schon. Manchmal gar nicht ein mehr. Ja, ich weiß, Sie sind AG2-Brücker. Ich habe das eher. Frau Fester, das ist das, was ich immer sage. Jemand, der Zeitzeuge war, der sieht die Stadt ganz, ganz anders als jemand, der sich das angeht. Ja. Eignet hat. Ja, und jetzt sind wir in die Himmelsbergstraße, rechts wäre das Finanzamt, das sehen wir hier nicht, und oben die Turm vom herrlichen Herzog-Wolfgang-Gymnasium und auch die Häuser hier, die sind ja auch alle in Mitleidenschaft gezogen worden. Da hat es also viele Schäden. Und das Schäden. Interessante war, diese ganze Fassade stand nach dem 14. März noch viele Mauern. Wir sehen es nachher nochmal, Herr Lauer. So. Wenn ich die Gegenüber alles, das ist der Hof vom... Die Rückseite. Die Rückseite, ja. Vom Herzog-Wolfgang-Gymnasium, ja. Links war die Turnhalle? Ja. Ja, sehen wir es nochmal von vorne nah. Später sehen wir es nochmal. Ja, und jetzt sind wir in der Landauerstraße. Das hier ist also die Gendarmerie. Rechts geht es zur Ludwigschule, also Schulzentrum, wo wir sind. Und links geht es also vorne raus Richtung Ixheimer Straße. Das ist jetzt, heute steht das Haus, ist der Querbau. Also es wäre also von der Landauerstraße, Molitorstraße her gesehen, in Richtung Stadtmitte, ja, ungefähr in der Höhe von der Ignaz-Roth-Halle, in Richtung Stadtmitte fotografiert. Links ginge die Ixheimer Straße rein und rechts runter zur Ludwigschule. Ja, genau, so wie jetzt auch. Ja, jetzt ist ja auch noch diese Gabelung. Ja. Und das ist die Glockengasse, die hat ja auch so viele Schäden gehabt. Ja. Also eine Abzweigung aus der Landauerstraße. Und von diesen Bäumen stehen heute noch einige. Die stehen einige, noch, Gott sei Dank, ja. Direkt neben an der Berufsschule. Ja. So, und das ist nochmal Landauerstraße. Das ist jetzt praktisch dasselbe von dem Bild, Haus, ja. Bloß die Gabelung vorhin. Wir stehen in der Gabelung und schauen jetzt also Landauerstraße Richtung Saarlandstraße. Ja, richtig. Ja. Also genau das die andere Seite. Andere Seite. Brauerei Buchheit im Hintergrund. Auch das ist ein Teil von der Landauer Straße, rechts die Molitorstraße und das Eckhaus war das Geschäft Langhauser. Langhauser, Da hat man gerade gestern Abend die Marianne in Langhauser, eben die Frau König, gesagt, ihre Mutter ist gerade noch, ich glaube, eine Stunde vorher aus dem Haus raus und ist dadurch dem schrecklichen Angriff entgangen. Und das ist, wir gehen jetzt am Bleicherbach entlang, das ist Gärtnerhaus, das schöne Hofgärtnerhaus, das Elternhaus von der Frau Kaufeld, das ja auch Volltreffer bekommen hat. Und jetzt sind wir dann an der Ludwigschule, wenn wir vom Bleicherbach herkommen, hier ist die Straße, Autoschalter. Ja, wir stehen ungefähr am Autoschalter von der Stadtsparkasse und schauen rüber zur, kann man nicht mehr, weil das Parkhaus dazwischen steht, aber so ungefähr die Richtung wäre das. Das ist der offene Kanal. Ja. Dort also, ist das ist der offene Kanal. Muss ich haben. Und jetzt sehen wir noch, haben wir noch mal die Lammstraße, das ist das Haus, wo wir also eingesetzt waren für den Kriegsdienst. Neben dem Herzogkeller. Neben dem Herzogkeller, das war also das... Da ist heute Dr. Heun drin, wo die Tür ist. Der ist mehr links. Das ist hier mehr an der Ecke. Das war also das Haus Bambauer, war früher die Kirchenschaft Ney drin. Und da sind wir, also wie gesagt, die Frau Lang und ich, die Ruth, sind um 6 Uhr raus und um 8 waren kein Stein mehr auf dem anderen. So, das ist nochmal die Ludwigschule von Exerzierplatz aus aufgenommen, schöne. Sehen wir nachher auch, was aus ihr geworden ist, 2 Stunden später.
Und das ist auch normal, der Autoschalter praktisch, wo heute Straße ist, links zur Kaufhalle und rechts dann die Häuser, die Richtung Schlossplatz stehen, die Rückseite dieser Häuser. Ja, man sieht ja links hinten im Hintergrund die Karlskirche, ja, die Alexanderkirche. Ja. Also wo der Bach ist, ist heute die Straße am Autoschalter vorbei, in Richtung Alexanderkirche. Und jetzt gehen wir nochmal am Schloss vorbei, das war da schon ausgebrannt am Abend des 14. Nochmal das Schloss. Ja, das ist also ein Bild, wie es dann später ausgesehen hat, die Rückseite. Aber wir sind ja erst auf dem Spaziergang. Ja. Und das ist die andere Seite, Schuhhaus Schneider, vom Schlossplatz aus aufgenommen. Das Eckhaus, Schuhhaus Schneider. Also in Richtung Alexandersplatz fotografiert. Ja, ja. Wilsbacher Brunnen noch. Ja, das sind halt Aufnahmen. 20er Jahre sein. Ja. Und so sah es aus, wie wir vorbei sind. Um 6 Uhr abends, da waren ja die Splitterschutzgräben. Ja. Die waren ja am Schlossplatz. Die waren dann später noch überdeckt mit Erde. Ja. Und deswegen gehen wir die Gutenbergstraße runter, so hat es noch ausgesehen, um 6 Uhr. Rechts hinter den Bäumen ist die Heiligkreuzkirche. Ja. Nochmal, das ist gleich links gegenüber vom Schloss, Gutenbergstraße. Vorhin haben wir die Häuser unten gesehen, jetzt sehen wir oben die Häuser. Und das ist also auch wieder, vorne ist das Schloss und das sind die Häuser der Gutenbergstraße, die Rückseite, eben am Mühlbach. Also wenn man bei Metzgerei Grimm steht und schaut raus. Die Straße raus, Schloss. Ja, und da ist das Wasser gewesen. Ja. Ein herrliches Stückchen. Als Zweibrücken hier. Und das ist auch nochmal Rückseite. Links wäre also jetzt auch wieder das Wasser. Also Häuser, Rückseite. Da kann ich mir jetzt im Moment kein Bild ausmachen. Doch, Rückseite von der Gutenbergstraße auch. Und das ist nochmal das Wasser. Ganz bekanntes Bild. Ja. Das war ungefähr von Mühlgästchen jetzt durch den Torbogen in Richtung Apotheke Wälder ungefähr. Und das auch nochmal ein Bild vom Wasser. Um 6 Uhr sah die Heiligkreuzkirche noch so aus, das werden wir nachher noch mal sehen. Ja, noch in ihrer ganzen Schönheit. Das ist die Napoleonsbrücke, links die Stallungen vom Gestüt, die sich an der Gestütsallee entlang gezogen haben. Das ist nochmal die Gutenbergstraße. Und dann müssen wir auf die andere. Richtung Hofenfeldstraße. Richtung Hofenfeldstraße, ja. So, dann die Stallungen. Ja, und Sie haben also unseren Spaziergang eben durch die Stadt mitgemacht. Und jetzt, inzwischen ist es 8 Uhr. Inzwischen 8 Uhr. Und jetzt beginnt das furchtbare Inferno. Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Nikola, bist du so gut? Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Diese Falschmeldung des Reichssenders um 20 Uhr wurde dann bestraft durch die Realität. Etwa 10 Minuten später um 20.10 Uhr fielen dann die Bomben über Zweibrücken. Wir gedenken jetzt nach 75 Jahren der Toten dieses verbrecherischen Überfalls auf eine alte Residenzstadt. Die Produktion dieser Sendung und die Moderation hatte im Jahr 2001 die Zeitzeugin Hedwig Versdorf. Wir danken ihr posthum für diese Zeitzeugenberichte und diese wunderbaren Fotos. In einer Fortsetzung sehen Sie das vernichtete Zweibrücken und sein langsames Wiederauferstehen.